In der griechischen Hauptstadt Athen haben rund 5000 Arbeiter einer Goldmine zusammen mit Familienangehörigen für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze demonstriert. Die Regierung will den Ausbau der Goldmine im Norden Griechenlands stoppen und die Arbeit aussetzen, während sie das Pro und Contra des Projekts erweckt. Das soll eine linke Regierung sein. 2000 Menschen stehen auf der Straße ohne Arbeit. Wir wollen doch nur eins, weiterarbeiten dürfen. Eine kanadische Firma hat bisher über 1 Milliarde Euro in das Projekt investiert und gab bislang rund 2000 Menschen Arbeit. Ein Viertel der griechischen Bevölkerung ist ohnehin arbeitslos. Die Minenarbeiter wundern sich, dass die Regierung nun sie auch noch arbeitslos machen will. Die Gegner der Goldmine weisen auf die Schäden hin, die für die Umwelt entstehen. Es stehen also wieder einmal Umweltinteressen gegen wirtschaftliche Interessen. Από την Αθήνα για το Euronews, Apóstολος Στάικος.